So, das ist ja Wahnsehen. Abdullah Al-Sharbati, Sie sehen, so knapp. Das sind 17 Hundertstel. Das ist genauso knapp, wie damals ein Otto Becker scheiterte, ein Ludger Beerbaum in Aachen scheiterte am Finale als Fünfter vor 4 Jahren. Und nun Rodrigo Pessoa. Seine 5. Weltreiterspiele. Immer dabei gewesen bisher. 23.1990, 8.94, Weltmeister 98, 26.2002, 2006, Moment, da war er, glaube ich, nicht dabei. Zumindest habe ich ihn da gar nicht mehr so auf dem Tablett. Aber heute vielleicht erneut im Finale bzw. dort hineinreitend. Punkte, ein Abwurf und er wäre hinter Nagel, hinter Sharbati. Und er bellt ihn zwischen den Schenkeln, zieht ihn noch mal so ein bisschen auf Kurs zum letzten Sprung. 0 im Finale ist er erneut Rodrigo Pessoa. Denn es kommen nur noch 3. 3 Paare kommen noch. Der erste Finalist steht fest. Rodrigo Pessoa. The first of our final three, already posting 4 clear rounds for Sweden. This is Ralph Goran Bengtsson and the Schlipking Equestrian Promotion. Und jetzt müssten noch mindestens 2 Paare irgendwo patzen. Ein Zeitfehler allein würde nicht reichen. Ein Abwurf müsste her. Aber keiner denkt so unsportlich, denke ich mal. Auch kein Carsten Otto Nagel.